So, guten Abend zusammen. Ich bin Hartan und heute möchte ich mit euch wieder über Bash reden. Ähnlich wie letzte Woche. Heute kommt Teil 2, wie es auf der Folie steht. Und es soll heute um Error Handling gehen. Kurz noch, wer letzte Woche nicht dabei war oder wer sich die Folien später anguckt, ich habe hier mal noch einen Link mit reingebaut zum Repo vom letzten Mal. Das hatte ich auch online noch nicht gemacht, das ist jetzt nachgetragen. Also, wenn es euch interessiert, die Folien, die gibt es jetzt. Und die Folien für den Vortrag heute sind auch schon online. So. Was ist meine Motivation? Ja, Fehler passieren halt nun mal ständig oder jedenfalls sehr viel öfter, als einem das lieb ist. Und meiner Meinung nach ist Fehler blind weitergeben kaum hilfreich. Einerseits ist so ein Fehlertext selten ausreichend, weil File not found ist ja nett. Aber ich weiß dann halt noch nicht, welches File. Und ich weiß jetzt auch nicht, was ich dagegen tun soll. Also es kann ja sein, dass das irgendwie so, vielleicht muss ich die Datei bloß anlegen, damit er sieht, die ist da. Vielleicht muss da was drinstehen, vielleicht muss ich die von irgendwo kopieren, keine Ahnung. Ja, und das ist halt so ein bisschen schade. Und deswegen möchte ich heute mal so ein bisschen präsentieren, wenn ich so Bash-Skripte schreibe, das passiert recht häufig, wie ich da so mit Fehlern umgehe. Und schauen wir einfach mal rein. Erstens mal Fehler detektieren. Ja, wie macht man das? Da gibt es so ein paar Komponenten. Eine davon hatte ich letztes Mal vorgestellt, das ist dieses Set-E hier oben. Für wenn doch was Komisches passiert. Also nochmal kurz zusammengefasst. Normalerweise, wenn Bash einen Befehl ausführt und er gibt einen Exit-Code ungleich 0 zurück, also quasi einen Fehler, dann ist das Bash herzlich egal und Bash läuft einfach weiter euer Skript durch. Und damit halten wir Bash immerhin mal auf, wenn es den ersten Fehler trifft, dann bricht es die Ausführung ab. Und was man dann noch tun kann, ist, es gibt hier so eine ja, spezielle Shell-Built-in-Variable, $Fragezeichen. Damit kann ich den Exit-Code des letzten Befehls abfragen. Jetzt muss man dazu sagen, das ist so nicht kompatibel mit Set-E, denn ich habe ja gerade gesagt, wenn ich so einen Befehl ausgeführt habe und der hat einen Fehler zurückgegeben, dann bricht Bash die Ausführung ab. Das heißt, zu der Stelle, wo ich ihn gern fragen wollte, was der Exit-Code war, komme ich dann gar nicht. Da gibt es zwei Lösungen, damit umzugehen. Entweder man macht dieses Set-E vorübergehend aus. Das habe ich hier jetzt mal in eine Zeile gepresst. Das kann man auch ausschreiben, der Lesbarkeit halber. Oder man kann dann hier so ein bisschen quasi so eine Subshell starten. Wenn ich da dann so einen Befehl, also false ausführe zum Beispiel, der halt einen Exit-Code ungleich 0 zurückgibt, dann ist das erstmal okay. Und dann sage ich mir hinten halt, hey, gib mir mal. Schreib mir mal den Exit-Code auf Standard Out und dann speichere ich das halt hier über Assignment in eine Variable und dann habe ich den Exit-Code als Zahl, wenn ich ihn haben möchte. Üblicherweise will ich oder brauche ich gar nicht so genau wissen, was der Exit-Code war. Es reicht mir schon zu wissen, da ging was nicht. Und dann die triviale Lösung ist an der Stelle halt, man baut das Ganze als Argument in so ein If ein und dann kann ich halt fragen, if Bedingungen und wenn der Exit-Code 0 war, gehe ich halt in den ersten Branch und sonst kommt halt der Else-Fall. Da ist dann wohl was kaputt gegangen. Und wenn man das macht, Exit-Codes in if prüfen, da ist so ein cooler Tipp. Es gibt da diese Notation mit diesem, das ist so ein Shell-Redirect, damit sage ich ihm quasi, hey, nimm mal Standard-Output und Standard-Error und schmeiß die einfach weg. Weil was man halt gelegentlich macht, ist, ich habe zum Beispiel einen Befehl ausgeführt und dann hat der zwar Null gesagt, ne, alles in Ordnung, aber vielleicht hat er ja irgendwas geschrieben, was halt doch nicht in Ordnung war. Oder wenn ich eine Datei durchsuchen will und wenn ich das dann hier, halt hier mache, so mit grep zum Beispiel, kann ich ihn ja fragen, guck mal, ist da so ein Wort in irgendeiner Datei? Nur wenn ich das mache in dem Shell-Skript, wird grep mir halt auch alle Matches anzeigen erstmal, die da drin vorkamen. Und das will man ja eventuell nicht, wenn man da quasi selber Text schreibt und mit dem User kommunizieren. Jetzt hat grep so einen Flag namens -q, dann schreibt es nicht so viel raus, aber ich benutze trotzdem lieber diesen Redirect, weil der ist halt einfach universell. Es soll Tools geben, die wollen sich nicht per CLI-Flag verbieten lassen, dass sie mir die Shell voll spammen. Und da ist das schon ganz nützlich. Genau, und dann schmeißt er quasi alles weg und guckt, was war der Exit-Code von grep und dann geht er da quasi in den nächsten Zweig. Und man kann das Ganze jetzt auch negieren, das ist tatsächlich, ich habe erstaunlich lange gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wie man das richtig verwendet. Wichtig sind nämlich die Leerzeichen und das Ausrufezeichen, also ich habe es hier vorne. Man darf das nicht direkt ans grep schreiben, weil dann würde Bash nach einem Befehl suchen, der so heißt und den gibt es halt nicht. Und das kann man dann halt machen, statt irgendwie so einen leeren if-Zweig zu bauen und nur dann, um dann im else-Fall den Fehler zu behandeln. Ist also genau so negieren.
Dann Pipeline List, das ist so ein Feature, das, also als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir so gedacht, ja, okay. Mittlerweile schreibe ich eigentlich kein Skript mehr ohne. Und im Wesentlichen geht es da so um zwei so Operatoren, das doppelte und das doppelte Pipe. Die sind so ähnlich wie die logischen Operatoren. Also was das doppelte und macht, ist, wenn der Exit-Code von dem Befehl auf der linken Seite 0 ist, also quasi alles okay, nur dann führe ich den Befehl auf der rechten Seite aus. Und das doppelte Pipe macht das eben genau andersrum. Das führt den rechten Befehl nur aus, wenn der linke Befehl fehlgeschlagen ist. Es ist im Wesentlichen quasi ja, Short Circuiting, wenn man so mag, also gerade beim doppelten Pipe. Denn wenn der erste Befehl wahr ist, dann ist egal, was beim zweiten rauskommt, das Ergebnis ist immer noch wahr. Beim doppelten und gilt das analog. Und damit kann man jetzt sehr schön, wie ich finde, und sehr kompakt Operationen verketten. Also was ich jetzt hier mache, das ist jetzt hier Shell-Test. Ich weiß nicht, inwiefern ihr damit vertraut seid, aber hier gucke ich quasi mit minus E, existiert diese Datei? Und wenn ja, und zwar nur dann lösche ich sie hier. Und dann sage ich ihm hier, lösche sie. Und wenn sie nicht existiert hat, dann lösche ich sie halt nicht. Ist ja nichts da zum Löschen. Hier würde ich den Inhalt der variablen Datei löschen. Und wenn da halt ein Pfad drin steht, also jetzt symbolisch halt, man kann da auch Pfade reinschreiben. Und hier im zweiten Fall würde ich quasi gucken, ist meine Datei ausführbar mit minus x? Und wenn sie es nicht ist, dann markiere ich sie halt als ausführbar und kann dann hinterher tolle Dinge damit tun. Damit kann man dann auch schön Tests verketten. Ich habe jetzt hier einfach mal irgendwelche Beispiele ausgedacht. Ist jetzt nicht wirklich praxisnah. Aber hier im ersten Fall gucke ich quasi, okay, gibt es diese eine Datei und gibt es außerdem noch eine zweite Datei, die ausführbar ist und dann laufe ich in diesen ersten Zweig. Ansonsten gucke ich, gibt es dieses Verzeichnis und dann kann ich hier halt auch noch komplexere Dinge machen, wie zum Beispiel so ein Grep halt, so, keine Ahnung, wenn da ein Verzeichnis ist, will ich halt vielleicht gucken, ob darin eine Datei ist, in der ein Wort steht, was weiß ich. Und wenn nicht, dann ist halt irgendwas kaputt. Okay. Auch gut zu wissen, also wenn man jetzt irgendwie so dieses AMP doppelte und ans Ende einer Zeile schreibt, dann gilt das quasi schon als Linebreak. Also da muss man nicht noch ein Backslash hinschreiben, um dann Bash zu sagen, so, das ist ein Multiline-Befehl, das merkst du dann schon. Und was ich total gerne damit mache, ist, ich baue mir Assertions. Also ich habe dann in vielen Skripten, die ich schreibe, ist dann so ein Befehl drin, der nennt sich Fatal. Und was der hier macht, ist einerseits, der schreibt mir hier so eine Fehlermeldung. Also es ist, im Endeffekt ist das quasi nur ein Echo. Nimmt alle Argumente, schreibt sie auf Standard Out raus und nee, auf Standard Error, um genau zu sein, und beendet dann das Skript. Also danach läuft nichts mehr. Und dann kann ich hier also coole Dinge tun, wie ich gucke, existiert diese Datei und falls sie es nicht tut, dann laufe ich eben in diesen Assert und sage so, kann halt noch eine Fehlermeldung mit dranhängen. In diesem Fall kann ich jetzt zum Beispiel sagen, welche Datei ich nicht gefunden habe. Oder ich könnte halt sagen, was vielleicht getan werden sollte, damit Dinge weitergehen. Und wenn man das so liest, dann ist das quasi so, als würde ich sagen, File muss eine Datei sein, das ist dieser erste Teil. Ansonsten, ja, laufe ich halt eben in dieses Fatal und das, also für mich hat das so ein bisschen was von einem Assert eigentlich. Und man muss ein bisschen aufpassen, wenn man das benutzt. Also ich habe das dann anfangs sehr extensiv benutzt, bis mir dann auffiel, es gibt so Stellen, da ist das gar nicht so gut. Also jetzt in diesem Fall, da ist das ganz cool, weil ich habe so einen Port und dann gucke ich halt, ist der größer gleich 1? Und wenn das ist, dann gucke ich halt, ist er kleiner gleich 65.535? Und wenn eine von beiden Bedingungen, das ist jetzt eben das Coole, wenn eine von beiden Bedingungen falsch ist, dann würde er eben in jedem Fall hier in diesen Branch einlaufen am Ende und würde mir quasi eine Fehlermeldung drucken mit, ja, okay, das war halt kein Port, kein gültiger. Also, weil wenn diese erste Bedingung falsch ist, dann überspringt er quasi den Teil hier hinter dem und, läuft dann aber trotzdem in diesen Teil und landet dann eben in meiner Assertion. Jetzt muss man aber berücksichtigen, so Dinge wie jetzt hier in diesem Beispiel, das geht nicht. Also, was der Autor dieser Zeilen vermutlich ausdrücken wollte, ist, wenn diese Datei ausführbar ist, dann führ sie bitte aus und andernfalls sag mir, dass sie nicht ausführbar ist. Das geht furchtbar in die Hose, weil das ist schon richtig, wenn dieser Check fehlschlägt, dann führe ich die Datei nicht aus und dann sag halt, yo, dein Ding ist nicht ausführbar. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, wenn ich jetzt diese Datei ausführe und die mir einen Fehler zurückgibt,
laufe ich halt leider auch hier in diesem Fall und sage dann quasi, deine Datei war nicht ausführbar. Das hat halt in dem Moment nichts mehr mit der Wahrheit zu tun. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dann drehe ich die Sachen halt um, ne? Dann schreibe ich halt erst meinen Test und dann nehme ich das doppelte Pipe und sage so, hier Fehlermeldung. Und wenn das nicht der Fall war, dann gehe ich weiter, also mache ich das doppelte und führe die Datei aus. Das ist noch viel tödlicher, weil Echo, was ich ja dann quasi als zweiten Befehl ausführen würde, gibt immer ein wahr zurück. Das heißt, ich habe mir dann, also das doppelte und könnte ich mir dann schenken und den Befehl einfach drunter schreiben, diesen, wo ich die Datei ausführe, weil ich jedes Mal da reinlaufe. Insofern, es sieht nett aus, aber das hier, das ist kein if, then else. Das sollte man schon berücksichtigen. Und das, ja, also ich habe da lange danach gesucht, als ich das erste Mal gebaut hatte. So. Dann habe ich euch noch so ein bisschen was mitgebracht. Das werde ich euch jetzt live zeigen. So Fehler für Fortgeschritten habe ich es mal genannt. Da muss ich jetzt mal gucken, wie wir das hier am besten machen. So. Hier, so. Da. Ich hoffe, man kann das so einigermaßen lesen. Können wir hier noch den Frame klauen. Und zwar, was hier jetzt passiert, ist ein bisschen doof mit den Zeilenlängen. So. Ich habe mich hier mal ein bisschen ausgetobt. Und das habe ich auch tatsächlich in einigen meiner Skripte selbst so benutzt. Und was das am Ende macht, ist, wenn ich das jetzt einmal ausführe, dann habe ich, da, das war's, so einen kleinen Fehlertrace. Also da hatte ich mal so 2 Tage lang Zeit und wenig zu tun und habe die Bashman-Page gelesen und habe ich mir da mal so Sachen gebaut. Und was ich hier halt sehe, ist, ich habe so eine Fehlermeldung und dann kriege ich sogar einen Ort. Hier steht sogar mein Skript, Zeile 80. Und dann halt noch eine Fehlermeldung und dann kriege ich wieder einen Ort. Und wie das Ganze läuft, ist im Endeffekt, also das kann man sich kopieren, wenn man das möchte hier. Ich habe so eine globale Variable im Endeffekt, wo ich so eine Art Call-Stack anlege. Und was ich dann mache ist, also das hier ist der eigentliche Code, der das alles tut. Da sage ich ihm hier also so eine Funktion namens ErrorCTX, die baut quasi einen Fehlerkontext, so habe ich das genannt. Und da kann ich halt Dinge drauf pushen, also dann landet das quasi mit in meinem Fehlertrace, wenn man so will. Und später kann ich Dinge wieder poppen und dann kommen die da wieder raus. Und wie ich das benutze, ist üblicherweise, wenn ich eine Funktion habe, die mir irgendwelche Dinge verarbeitet und was zurückgibt, dann schreibe ich am Ende, also am Anfang einmal rein, Push und dann halt quasi so deskriptiver Fehlertext, der beschreibt, warum diese Funktion wohl nicht ging oder was ich versucht habe zu tun an der Stelle. Und am Ende mache ich dann einen Pop und dann ist das wieder unten. Und wenn dann halt in der Funktion was schief geht, dann würde er halt quasi diesen Stack, den ich mir da gebaut habe, einmal so ausgeben auf Standard Error und dann wahlweise auch noch Dinge, also die Zeilennummern mit ausgeben. Und wie das Ganze läuft, ist im Endeffekt, also hier dieses ErrorCTX ist so ein Array, da schiebe ich halt Dinge rein, also im Endeffekt halt die Fehlermeldung, die ich vorhin gesehen habe. Und dann habe ich hier dieses Pop, da gucke ich erst, ob mein Array leer ist, okay, geschenkt. Und wenn es nicht leer ist, dann lösche ich halt den letzten Eintrag, der da drin stand. Und dann gibt es hier dieses Print, das dann in diesem Loop quasi einmal das Array durchläuft. Und dann halt Eintrag für Eintrag die Meldung auf Standard Error ausgibt. Und damit baue ich mir dann quasi so einen Stack. Und das mache ich halt zum Beispiel ganz gerne, wenn ich so Argumente parse, weil dann schreibe ich da halt zum Beispiel rein, failed to parse arguments. Dann habe ich immerhin so eine vage Idee, an welcher Stelle mein Skript kaputt ging. Okay, es hat noch nicht angefangen, sinnvolle Dinge zu tun. Es war noch beim Parsen und dabei ging was schief. Und das finde ich ganz nett. Also bisher kommuniziere ich damit hauptsächlich mit mir selber, weil mir nicht bewusst wäre, dass schon andere Leute diese Skripte benutzen, in denen ich das tue. Aber auch für mich selber. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Ja, und gehe dann mit Freude ans Debuggen. Genau. Das war so mein Beitrag zum Thema Error Handling in Bash. Gibt's Fragen? Eine Frage. Ja. Ginge das auch mit einem Doppel-Oder, dass ich sage, Befehl Doppel-Oder, Return-Code ist Fragezeichen? Das geht schon, nur was du dann halt nicht kriegst, ist der Return-Code 0. Ne, weil im Success-Fall würdest du ja nicht in diesen Zweig reinlaufen, wo du den Fehlercode ausgibst,
Was du dann machen kannst, ist halt, dass du die Variable, also dass du halt vorher ein Declare-i machst, also halt Integer anlegst und ihm dann den Standardwert 0 zuweist, das geht. Und dann kannst du deinen Befehl ausführen und dann hinterher halt mit dem doppelten Oder den Fehlercode dann aber zuweisen in die Variable. Das kannst du machen. Da steht halt 0 drin, wenn alles durchlief und wenn ein Fehler kam, dann wird er den Fehlercode reingeschrieben haben und dann hast du den auch so. Also das Subtile, was wir jetzt halt verstanden haben, aber es vielleicht nicht offensichtlich ist, ist, wenn man Z-E aktiviert hat, dann ist nicht jeder Fehler fatal. Zum Beispiel, wenn der Fehler stattfindet in einem if, also wenn ich sage if, ja. Bla bla bla, und ich gebe den nächsten Code zurück, der nicht 0 ist, dann stirbt das Programm halt nicht. Es gibt ja diese Kontexte, wo das nicht fatal ist. Einer von diesen Kontexten ist das Doppel oder. Genau, das hatte ich im letzten Vortrag, glaube ich, auch auf einer Folie stehen. Ich habe es jetzt nicht wiederholt. Ja, danke für den Hinweis. Also, die Ausnahmen sind, wenn ich ein if habe in diesem doppelten und dem doppelten oder und ich glaube auch, wenn ich mit dem Pipe arbeite, dann führt allein das Set-E nicht automatisch zum sofortigen Programmabbruch. Wäre ja auch an der Stelle hinderlich, weil dann könnte ich ja kein Error-Handling betreiben, weil es würde ja auf der Stelle sterben. Und das, ja. Genau. Gibt es weitere Fragen? Ja. Drucken braucht ja auch ein gewisses Level an Parsen. Da hat man dann sozusagen zwei Parser, der eine ist robust und der andere ist fancy, oder wie läuft das? Wie meinst du jetzt mit Drucken braucht ein gewisses Level an Parsen? Naja, was heißt denn Drucken? Also Drucken heißt, du musst irgendwo... Nicht auf die Kommandozeile, nicht auf Drucker. Ja, also ausgeben auf Standard Error. Also per Echo rausschreiben. Genau, dafür brauche ich ja eigentlich kein Parsing, also ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Also ich rede nicht von einem Printer, der das irgendwie auf Papier... Ja, nein, ich dachte nur, je nachdem, wie schlimme, keine Ahnung, UTF-8-Charaktere oder was auch immer jemand auf mich drauf wirft, muss ich vielleicht trotzdem parsen. Aufgabe der Kommandozeile. Okay. Ja, genau, also das Fehlermeldung ausgeben ist eigentlich derart simpel, weil das halt im Endeffekt nur so ein paar Aufrufe an Echo sind, dass ich jetzt auch spontan nicht wüsste. Also es ist mir noch nie kaputt gegangen. Noch, also bisher, keine Ahnung, aber bisher teste das auch ja nur ich. Ich gebe ja kein malicious Input rein, irgendwie deformierten UTF-8-Kram. Kann natürlich sein, dass das auf kreative Art und Weise kaputt geht. Ihr seid herzlich eingeladen, das auszuprobieren, wenn ihr da Spaß dran habt. Ich behaupte bisher, dieser Code ist fehlerfrei. Ja, bitte. Ich vergesse es jedes Mal, wenn ich das machen möchte. Deswegen frage ich es jetzt hier nochmal. Vielleicht fällt es irgendwann hängen. Wie kriege ich denn sowohl den Standard-Out als auch den Exit-Code von einem Command? Ja, das ist eine tolle Frage. Also wie ich gleichzeitig den Standard-Out und den Exit-Code fange. Ich stand auch vor diesem Problem, unter anderem in meinem Backup-Skript, das ich hier vor einiger Zeit vorgestellt habe. Und da habe ich dann irgendwann, also ich hatte da mal gearbeitet mit Redirects und dann, weil du kannst dann mit T, das ist genial, dann Dinge nach proc self fd 1 schreiben. Super Sache, kann ich nicht empfehlen. Ich bin dann irgendwann einfach dazu übergegangen, dass ich mein Tool dann einfach in eine Datei schreiben lasse, weil das hatte für mich auch den Vorteil, wenn mein Skript stirbt, habe ich halt immer noch den Output persistiert und kann dann hinterher gucken, was drin stand. Ich weiß es jetzt leider auch, also ich habe jetzt keinen tollen One-Liner für dich, der das Problem löst. Ich könnte mir vorstellen, dass du halt den Exit-Code quasi assignst eine Variable, also du legst eine Variable an für den Exit-Code und assignst den dann mit dem doppelten Pipe am Ende und dann hast du immer noch den Standard-Output von deiner Subshell zum Beispiel und den kannst du an eine Variable schreiben lassen. Das könnte gehen, aber keine Gewähr, ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Okay, dann danke für eure Aufmerksamkeit.